Einen brauchen wir noch. Dann sind wir bei meiner Lieblingszahl, nämlich der 32. Wovon rede ich natürlich? Von den Drachen, die wir hier beschützen sollen, befreien sollen, beides am besten kombiniert. Wir sind natürlich hier in den Peacekeeper-Welt, nee, in der Peacekeeper-Welt bei den Peacekeepers, also bei den Friedensbewahrern. Und ja, was soll ich sagen? Ihr wundert euch jetzt vielleicht, wer ich bin, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, würde mich das natürlich noch mehr freuen, als wenn ihr euch wundern würdet. Denn das würde ja bedeuten, dass ihr mich noch nicht kennt, was ja sehr schade wäre. Und deswegen sage ich einfach mal, ich bin der Dave, das hier ist der Alex, das ist der Spyro und wir sind hier bei Spyro the Dragon. Guten Tag, ich wollte auch mal was sagen. Hallo Dave! Ja, ja, moinsen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Dass ich das noch erleben darf. Ja, diese Konstellation hier, die hatten wir vor circa 3 Jahren oder so, glaube ich. Und zwar auf deinem Kanal. Das ist echt krass. Das ist echt krass, wie lange das her ist. Ja. Und, ich weiß auch noch, bei welchem Level du zu Gast warst, unter anderem. Ja. Ich auch. Das haben wir schon gehabt. Das ist mir auch in dem Moment eingefallen. Ja, genau. Das ist und ja, ich habe dich auch schon ein paar Mal erwähnt. So Dry Canyon müsste das gewesen sein. Genau. Dry Topics. So, Ach, schön. Wir haben hier auch schon so ziemlich alles abgefrühstückt, ne? Ja. Das Einzige, was hier noch in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Welt fehlt, ist das Fluglevel. Die hebe ich mir aber zum Schluss auf, weil ich die hasse. Ich glaube, das ist da hinten irgendwo gewesen, ne? Ja, genau. Ja. Ich möchte dir natürlich nicht zu viel vorsagen, aber ich meine, ich lasse dich ruhig erstmal machen, wenn du mal festlegst, dann... Das war der Boss. Den hast du schon. Nee, den mache ich zum Schluss. Den Boss mache ich zum Schluss. Verdammt, wo waren das jetzt überhaupt? Doch, da hinten rüber, ne? Ach, verdammt. Du hast ich sag mal so, ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Du hast die Vorbereitungen schon getroffen, um da hinzukommen. Ja, ich weiß, ich bin da ja auch schon gewesen. Ich muss da hinten, da muss ich lang, ja. Genau. Doch, da hinten, doch, ne? Ich glaube, ich bin richtig. Nein? Ich dachte, ich müsste da hinten hin. Aber wenn, warst du da hinten schon drin? Ja, ich dachte schon. Warst du da links auch schon? Da komme ich doch wieder raus, oder nicht? Nee. Da hinten links muss ich hin? Da hinten links. Da vorne links. Das rechte links hier meinst du? Genau, da. Da so. Ach, der Eierdieb, richtig, den kenne ich noch. Aber... Ah, den hast du schon. Ja, den habe ich schon, aber... Ja, hier ist doch nichts. Nee. Ich wollte nur fragen, ob du da schon warst, wenn du gerade einmal hier bist. Ja. Das, aber die ganze Welt ist eigentlich erledigt. Es fehlt halt nur noch das Fluglevel. Du musst vergessen. Auf der Plattform, wo du gerade eben warst, also hinter dir jetzt quasi. Die kleine da. Nee, rechts, weiter rechts. Ja. Da auf der großen. Und da, siehst du da links? Da ach, da rein. Ja. Wolltest du jetzt nicht sofort vorsagen? Nein, es ist ja auch alles wunderbar. Stimmt. Ja, du kennst die Welt natürlich viel besser, das ist klar. Ich versuche immer so ein bisschen so einen Spagat zu finden zwischen also Vorsagen und so ein bisschen dir das erst zu überlassen, das so herauszufinden. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Oh, 2400 Juwelen, das sieht schon mal gut aus. So, ich habe gestern zufälligerweise noch mal ein bisschen mit der Little Draw Blade gewhatsappt. Weil ich sollte ihr unbedingt Bescheid sagen, wenn ich mit Spyro anfange. Das habe ich jetzt ja getan. Und sie sagte mir, dass wohl die... Ach scheiße, ich habe gar nicht gedrückt. sie sagte mir, dass das zweite Fluglevel wohl das einfachste sein soll. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Ich hoffe es einfach mal. Wenn man weiß, wie das geht, ist das alles einfach. Ich mache jetzt einfach mal den Versuch weiter, um ein bisschen das Level kennenzulernen. Ja. Das war übrigens das Fluglevel, das wir auch im allerersten Fuckyes-Livestream gespielt haben. Ja, hast du sehr schöne Probleme gehabt, glaube ich. Da bist du ein bisschen ausgerastet teilweise. Ja, das hatte aber nicht unbedingt was mit dem Level zu tun. Okay. Mal so. Ja, das, ich weiß, ich habe was verpasst. Ich will nur mal übergucken. Nein, das meinte ich gerade. Oh, schade. Kein Problem. Ja, das Level verzeiht nicht wirklich viel. Also wenn du gegen so ein Ding klatscht, dann fällt er sofort ins Wasser eigentlich. Aber es ist schon ziemlich einladend hier mit den Ringen zu beginnen. Ist das dieses dum, diese komische Musik? Das war schon fast synchron, ja. Ja. Oh. Schön. Ich habe nämlich schon, das ist jetzt echt, das ist ein bisschen nerdig, was ich jetzt erzähle, aber ich habe gestern schon, weil ich in Erinnerung hatte, dass du gesagt hast, wir starten beim zweiten Fluglevel, habe ich schon überlegt, was war das denn da für eine Musik? Und da dachte ich, das sollte so Also da muss ich sagen, das finde ich echt beneidenswert, dass du die ganzen Musikstücke so auseinanderhalten kannst. Ich sag mal so, Dark Hollow ist für mich noch so ein bisschen was Spezielles, aber ich finde,
Das ist ja nicht negativ gemeint, aber ich sag mal so 70% der ganzen Tracks klingt für mich sehr, sehr ähnlich. Ja, ist auch so. Ich hab da nicht so wirklich den Wiedererkennungswert in den einzelnen Stücken. Nur bei Dark Hollow, da fiel mir das auf jeden Fall auf. Ja, richtig. Und ich mochte auch die Musik bei Ice Cavern, die fand ich auch sehr, sehr geil. Aber ich weiß auch jetzt gerade nicht mehr, wie sie war. Ah, das hast du also, genau, das ist ja dann auch schon. Hast du auch die Leben mitgenommen auf dem einen Felsen? Ja. Bist du da drauf gekommen? Das habe ich geschafft. Weil ich habe mich da ja auch eine Zeit lang so, erst wo ich noch nicht wusste, wie man da hinkommt, so ein bisschen abgequält. Und dann muss man ja so um die Ecke fliegen quasi. Fuck. Ach, das war schon das letzte. Das war schon das letzte. Ach so. Das war aber gut. Ja, ich dachte also so, das wäre. Für den ersten kompletten Versuch, sag ich mal, war das schon ziemlich gut. Also sehr gut. Ja, ja. Kann ich jetzt nicht meckern. Ich dachte, das wäre erst das dritte, was ich einsammeln muss, aber das war schon die Auf jeden Fall, was ich natürlich noch sagen möchte, ja, lieben Gruß auch an die Alex, also die Little Joe Blade. Ja. Denn ich weiß nicht, ob das alle Zuschauer hier wissen, die hier einschalten, aber das war diejenige, die Person, die Alex und mich letztendlich Ende 2011 überhaupt bekannt gemacht hat miteinander. Richtig, richtig. Die wird also, das hier mit Sicherheit sehen, da gehe ich ganz stark von aus. Also wenn es die nicht gäbe, dann hätte ich, ich weiß nicht, ob ich mit dir heute Kontakt hätte in dem Sinne. Ja. Oder ob wir befreundet wären. Ja, das kann man ja spekulieren. Hängt auf seidenen Faden. Ja, vor allem, dadurch hat sich auch viel, viel mehr ergeben. Ich habe ja nicht nur dich kennengelernt, sondern ich habe durch dich ja auch noch zum Beispiel den Rick kennengelernt und bin auch richtig zu ihm gestoßen. Und ich finde das immer so. Ja, das sieht auch niedlich aus. Ja, also, wie er das ist, glaube ich, einer der wenigen Charaktere, der süß aussieht beim Ertrinken. Ja. Aber ich weiß, ist tatsächlich so. Ich weiß noch, das war später in einem Level in der, Magic Crafters Welt. Nee, gar nicht war, in der Dreamweavers Welt. Da bin ich in einem so einem Strudel festgehangen, das weiß ich noch. Da spattelte er so komisch in der Luft rum. Da hast du mir, glaube ich, noch drunter geschrieben, oh, das sieht aber süß aus. Ja, ich glaube schon. Aber die Magic Crafters war die dritte Welt, das ist nicht richtig, oder? Ich verwechsel die meinen Namen nicht beiden, aber Magic Crafters ist die mit den Zauberern, genau, das ist die dritte. Ja, das weiß ich ja noch nicht. Also offiziell weiß ich das noch nicht. Ja. Das ist die dritte. Ach, ja. Mensch, doch, immer wenn ich das. Dann kommen die Beastmasters und dann kommen die Dreamweavers und dann fliegen wir zu den Nasties Welt. Richtig, das weiß ich noch. Das hört sich sehr schön an, ja. So, ich wusste sogar noch durch dich, dass der erste Ballonfahrer Marco heißt. Ja, das hatte ich noch im Hinterkopf. Das vergesse ich auch nicht so. Sowas merke ich mir, sowas doofes. Ich stelle mich gerade ziemlich blöd an, das tut mir leid. Aber das kommt auch so ein bisschen mit das Quatschen. Ja, Entschuldigung. Um Gottes Willen, du sollst doch quatschen. Ich lasse mich halt immer sehr gerne ablenken. Aber es ist ja eine Gast-Session und da darf man auch ein bisschen quatschen. Alles gut. Ich finde, also ich habe da, ohne Scheiß, es gibt glaube ich kein Let's Play, worauf ich jetzt bei dir auf deinem Kanal mehr gewartet habe die ganzen Jahre lang als dieses Let's Play. Das freut mich. Ach, schön. Dann hoffe ich nur, dass du nicht halt so sehr enttäuscht bist, weil ich bei einigen Leveln Soundprobleme habe von der Musik her. Und es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich wollte jetzt das Let's Play nicht verschieben, nur weil meine CD halt ein bisschen verkratzt ist. Nein, das ist überhaupt kein Ding. Na, du wirst das dann ja hören. Ich höre die Musik sonst eh in dem Kopf automatisch mit, wenn das Level da ist. Ich hoffe, dass dir das nicht das Spiel kaputt macht. Nein, ach, überhaupt nicht. Was du vorhin meintest, wegen der Musik nochmal, die Dark Hollow-Musik, die ist tatsächlich, die sticht ein bisschen raus. Also ja, genau. Von der aber positiv. Atmosphäre her, die passt super zu diesem Nachtlevel. Und der Rest klingt schon relativ ähnlich, aber halt auch nicht im negativen Sinne ähnlich, sondern einfach sehr gleichförmig, sag ich mal. Ja, ich habe leider einen vergessen. Komm ich da nochmal hin, ne? In der Zeit glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo der war. Nee. Da vorne, glaube ich, irgendwo. Ja. Ja, aber jetzt habe ich auf jeden Fall das Schema drin, das ist gut. Also, was ich immer, oder sagen wir mal, in den ersten Versuchen bei dem Level immer problematisch fand, waren auch diese Leuchttürme am Ende. Mhm. Der Rest geht eigentlich. Ja. Also, das ist ja gut vorgegeben eigentlich. Also, beim ersten, da musste ich echt überlegen, was ist jetzt die beste Reihenfolge. Mhm. Weil ich hatte auch erst immer mit den Kisten zuerst angefangen und habe dann irgendwann festgestellt, nee, die machst du lieber zum Schluss, weil die halt so schön einfach sind. Mhm. Und habe ich dann dazu durchgerungen, erst diese Fässer zu machen, wo die Züge, also die auf den Zügen liegen. Ja, genau. Ja. Das ist auch so eine Sache, genau, was gerade passiert ist. Das ist halt so, dass man da schon mal hängen bleiben kann. Ja. Besser er liegt drauf, als wenn er ins Wasser fällt. Das war knapp. Ich finde, das ist nur so ein kleines Detail, aber ich finde diese Kondensstreifen, die finde ich irgendwie geil. Das ist schon ziemlich cool, ja. Dann nehmen sie sich so ein bisschen selber aufs Korn. Ja, klar. Ja, und, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, schon wieder!
Ja, aber das, da macht ihr nichts draus. Das passiert den Besten. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen ein Schaden. Ja. Ich möchte das aber zumindest im ersten Part noch schaffen. Das Schöne ist ja wirklich, man verliert hier ja keine Leben. Ja, nicht so wirklich, nee. Nö. Also ich bin schon einmal Game Over gegangen. Oi. Aber weil ich mich verguckt habe. Weil es gab so eine Stelle, das war bei Ice Cavern, da habe ich halt ausprobiert, von welcher Stelle aus ich am besten zu dem einen Plateau hinkomme, wo ich noch hin musste. Aha. So, und da, ach ja. Und da war das tatsächlich dann so, dass ich gedacht habe, oh, guck mal, hast du ja noch 22 Leben. Aber ich habe mich verguckt, ich habe auf die geretteten Drachen geguckt. Und dann denke ich, gut, hast du ja noch 22 Leben, dann probierst du es halt noch ein paar Mal. Deswegen habe ich es halt immer wieder probiert. Und dann habe ich festgestellt, auf einmal war ich Game Over. Ich denke, hä, wieso das denn jetzt? Und dann habe ich dann gesehen, ach so, scheiße, ja. Ja, das war dann ein bisschen doof, aber... Ich finde das ganz süß. Aber nur deswegen bin ich Game Over gegangen, sonst hätte ich ja schon längst vorher aufgehört und gesagt, ich probiere das jetzt erstmal nicht mehr. Ja, ja, Und diesmal habe ich ihn. Irgendwie ärgerlich, aber ich finde es irgendwie süß. Ja, das wirst du ja noch sehen, das kommt ja alles noch. Ach, schön. Ach, ey, ohne Scheiß, das kann man sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen. Vielleicht du feierst das. Ja, ich feier das gerade richtig. Das sind die Spyro-Let's Plays. Ich finde das richtig geil. Ja, habe ich ja auch angekündigt, ne? Ich meine, Spyro ist so eins der Spiele, muss ich sagen. Das kann ich mir immer angucken. Also, das kann ich mir, egal, wenn jetzt zum Beispiel, ach, ich sag mal, GameTube jetzt rein hypothetisch sagen würden, okay, wir spielen mal alte PlayStation 1-Klassiker, hier Crash Bandicoot und Spyro the Dragon und sowas. Das sind Spiele, die kann ich mir immer angucken eigentlich. Ja, das geht auch immer. Ja, also wenn der Let's Player oder die Let's Player halt nett sind oder sympathisch sind, dann geht das eigentlich immer. Natürlich ist es bei mir halt aber auch noch so, dass ich mit dem Spiel halt aufgewachsen bin. Also richtig, ja. Das kam 98 raus, da war ich 7 und das war somit die erste prägende PlayStation 1-Erfahrung, die ich überhaupt hatte. Oder Spielerfahrung generell neben dem Game Boy für mich persönlich. Und deswegen verbinde ich halt mit dem Spiel auch noch mehr. Ja, klar. Wobei ich auch sagen muss, ich will jetzt noch nichts spoilern für Leute, die die anderen Spyro-Teile noch nicht kennen, aber ich sag mal, Teil 2 und Teil 3, das sind die anderen beiden, die auch noch für die PlayStation 1 erschienen sind, neben dem hier, die sind wesentlich umfangreicher als dieser Teil. Das stimmt, ja. Also, Ist ja auch relativ kurz eigentlich, der Teil. Richtig, das ist eigentlich schön kurz, knackig. Aber es ist gut zum Eingewöhnen, finde ich. Ja. Also, um mit der Crash-Materie, würde ich schon sagen. Ja. Mit der Spyro-Materie vertraut zu werden. Ich finde diese Schreie von den Kerlen so geil. Ah! Ja. Ich liebe das. Oh, da habe ich mir einen abgebrochen. Das erste Level, wo diese dicken Frauen, die haben wir doch gesagt, Cindy aus Malzahn, ne? Ja, genau. Ich lass mich gerade die ganze Zeit hier töten. Genau. Ja, das erste Level, wo die drin vorkamen, da fehlt mir dann zum Schluss Edelstein. Ich denke, ach Mensch, wo sind die denn jetzt? So, da habe ich nicht geschnallt, dass man diese blöden Kelche anzünden kann. Weißt du, die brauen auch irgendwie so eine Suppe in diesem Fass da. Ach, ja, ja, und da kann man gegenspucken mit Feuer und dann kommt da noch ein Edelstein raus. Das habe ich zuerst nicht gecheckt. Und dann musste ich erstmal die ganzen Teile wieder ablaufen und dann habe ich hier nochmal... Ja. Schade. Da ach ja, du hattest ja gar keinen Sparks mehr, genau. Nee. Hattest du gerade eben... Ich dachte, du auch fast hättest einen Edelstein übersehen. Ja, das kann ja mal passieren. Jo. Ich wollte... Nee, ist alles okay. Okay, dann, okay. Ich finde den... Wie kriechen die Kleinen überhaupt? Gar nicht, ne? Ram. Den hatte ich schon zwei, dreimal versucht. Das will er irgendwie nicht. Ach doch, jetzt geht's. Okay. Ja, die sind ein bisschen widerspenstig. Jo, jo, jo. Und die Alten, die er nur, genau. Und die Muffgas, die kriegst du nur. Ich finde, das ist auch ganz nett eigentlich gemacht mit diesen Kügelchen. Wenn man einen Gegner schon mal getötet hat und den nochmal tötet, kriegt man keinen Edelstein mehr, genau, sondern so eine Kugel. Das habe ich sogar erklärt, du. Wahnsinn. Ja, ja, wenn man da oben rechts den Kreis von hat, genau, dann kriegt man noch ein cooles Siegesleben. Ich finde diesen Himmel so schön da. Generell die Hintergründe in Spyro, ich finde es sehr schön. Ja, die sind echt schön gemacht, muss ich dir recht geben. Ich finde das einfach so schön, wenn man jetzt mal von der Warte rangeht, das ist ja eigentlich ein Spiel für Kinder hauptsächlich. Ja genau, habe ich auch schon so gesagt, ja, ja. Das ist, und da finde ich das einfach schön, dass das so farbenfroh ist irgendwie, das gefällt mir. Also das mochte ich zum Beispiel auch bei Crash, mag das sehr gerne, oder bei Croc zum Beispiel, ist auch sehr farbenfroh, ich mag das irgendwie. Wobei, ganzen alten Crash ist halt, finde ich, vom Anspruch her halt noch was ganz anderes und nicht unbedingt nur für Kinder, aber das hier ist schön kindgerecht, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, ja. Ich sag mal, wenn man jetzt mal die Level jetzt wirklich 1:1 vergleicht, man kann es nicht unbedingt immer ganz gut, aber ich sag mal, von der Art her, von der Struktur her, sind die Spyro-Level halt viel, viel weitgezogener und größer noch irgendwie. Das, also das du hast mehr Auslaufplatz. Ich will mal eben kurz den Drachen hier ansprechen, der zu 80% Akku ist. Mal gucken, ob ich recht habe. Trondo.
Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Natürlich war es diesmal nicht Aku, sondern es war Jäger. Jo, genau. Der Stimme her. Der kommt ja stimmlich hier auch schon vor. Ja, das war das zweite Mal jetzt. Ja.